Oh, schön. Shish, Alter. Damn. Damn. Oh, oh, der Clean. Oh. Clean ist. Mach. Was geht eigentlich ab? Wir sind wieder back in the house. Wie eine Rigipsplatte. Heute mal wieder mit was übelst nicem am Start. Wir haben heute einen Lechik, unabhängig abgefüllt von den Thompson Brothers. Lechik gehört zur Distillerie Tobermory. Tobermory produziert den unpeated Teil. Lechik ist dann der peated Teil der Tobermory Distillerie. Thompson Brothers sind übrigens zwei Überlegenden aus Schottland. Vielleicht kennt ja der ein oder andere sie, die Dornoch Distillery, die kleine, die bald riesig wird. Und das sind genau die beiden Typen, die also Dornochbrennerei extrem haben. Beliebte unabhängige Abfüller. Vor allem also, in Schottland. Ja. Also wer davon was in der Hand hat, ja, der weiß, es wird gut schmecken. Einen 26-jährigen Lechik haben wir am Start. Bisschen untypisch ist dieser Aal, weil wir einen unpeated Lechik haben. Wer gerade aufgepasst hat, eigentlich ist Tobermory unpeated und Lechik peated. Aber es kommt ab und zu dann doch mal vor, dass es auch ein Unpeated Lechik gibt. Wir haben hier heute einen Single Cask am Start, ein Refill Hogshead mit 45 Volumenprozenten am Start. Ja. Absolut nice. Mich auch interessiert nice es ist übrigens okay. Jahrgang 95. Shish! Ah, schlechtester Jahrgang überhaupt. Und es handelt sich auch mal wieder um eine sogenannte Club Bottle, die wir mit euch geteilt haben. Keine Angst, passiert es nicht wöchentlich, aber in dem Fall, ja, das kommt schon eher hin. Ja, wie kommt es zu einem unpeated Lechik? Letztendlich unterscheiden sich Tobermory und Lechik in verschiedenen Dingen. Der größte Teil ist natürlich die Fermentationszeit. Bei Lechik haben wir eine deutlich höhere Fermentation, was für einen viel sanfteren und leichteren Whisky sorgt. Fruchtiger. Genau, der Tobermory eine kürzere, hat ein bisschen einen schwereren Charakter. Ich habe auch oft das Gefühl, er riecht so ein bisschen käsig. Benz, Alter. Bei Tobermorys haben wir nämlich ganz andere Cut-Times wie jetzt bei einem Lechik. Das heißt, wir haben das Herzstück, was wir nachher in das Fass bekommen, was wir trinken, hat bei Lechik in der Regel einen viel tieferen Punkt, also viel, läuft viel länger, weil dadurch halt mehr Phenole, mehr Rauch mitkommt, als jetzt bei einem nichtraurigen. Und wir haben jetzt den unraurigen, aber mit dem Cut-Zeit, mit dem Herzstück, wie es bei einem normalen Lechik eigentlich rausgenommen wird. Und warum passiert das alles? Weil irgendwann muss die Produktion ja wechseln von Lechik, also Peated Whisky, zu Tobermory, Unpeated Whisky. Dann wird Unpeated Barley verwendet. Es wird aber noch produziert wie ein Lechik. Und damit, also gerade diese ganzen Unterschiede, die gerade Marci und Olli aufgezählt haben, die bleiben bei Lechik. Wir werden aber Unpeated Barley verwenden. Einfach um Stills und alles drum und dran auch ein wenig zu reinigen, um das mal einfach so zu formulieren. Die Stills, die speichern auch ein bisschen so die Phenole von diesem Peated Barley. Aber letztendlich werden sie da wirklich einfach gereinigt. Man hat jetzt im Endeffekt, wir sprechen hier von einem Unpeated Lechik. Ich gehe trotzdem davon aus, dass er ganz leicht gepeated ist. Ja, mit Sicherheit. Einfach durch diese Reinigung, die er da haben wird. Ja, allein aufgrund der Dinge, die noch im Produktionsvorgang enthalten sind. Es kommt zwar der unpeated Teil an, das heißt, Lechik hat zum Beispiel 40 ppm, mit dem produzieren sie. Ja. Jetzt kommt hier unpeated dazu, das heißt, wir haben nicht diese 40 ppm. Wir haben einen wesentlich sanfteren Rauch, aber ich gehe auch stark davon aus, dass so ein ganz leichter Rauch dabei ist. Wir werden Rauch immer noch dabei haben, auf jeden Fall. Und vor allem ganz wichtig, weil du jetzt die 40 ppm angesprochen hast. Die 40 ppm verwendet Lechik jetzt heutzutage oder seit irgendwann seit den 2000ern. In den 90ern war es nämlich weniger, also da waren sie noch bei unter 30 ppm. Ja. Und wir haben ja hier eine Bottle aus den 90ern. Das heißt, der Lechik ist grundsätzlich weniger raurig. Und dadurch, dass er ja eigentlich unpeated ist, noch interessanter. Jetzt ist natürlich nur die Frage, warum hört man so selten von einem unpeated Lechik, wenn die das jährlich machen? Ja. Ganz einfach, die Scheiße fließt eigentlich in die Blended-Industrie. Genau. Ja. Wie kam es aber zu diesen Fässern, die bei Tobermory bzw. Lechik geblieben sind? Ganz einfach, die haben sie falsch gekennzeichnet und so haben sie die Fässer nicht rausgegeben, sondern behalten. Und jetzt im Nachhinein haben zum Beispiel die Thompson-Brüder haben drei Fässer aufgekauft. Da gibt es auch ein paar Schwesterfässer sozusagen. Und ich finde es so geil. Ja, weil absolut. Ich bin so gespannt. Sind einfach Fakten. Ja. Wann hat man die Gelegenheit, ganz so einen Fakten zu sippen? Bevor wir nämlich jetzt anfangen zu nosen und zu sippen, weil ich kann es kaum noch erwarten, schicken wir euch jetzt in den Whisky-Porn und damit... Das
sind wir auch schon wieder back. Nice und porn wie immer natürlich. Und jetzt direkt an den Aal ran. Alter. Alter. Der riecht völlig anders. Ja, geil. Muss kurz mal verarbeiten. Aber ich habe gar keinen Rauch bis jetzt. Also ich habe auch in der Nase jetzt gar keinen Rauch anpietet. Man kennt es ja auch von anderen Brennereien, die ganz geringen Anteil. Ja, ich wollte sagen, ich hab schon rüber geguckt, ob du auf Crackenmore jetzt kommst. Ja, genau. Das ist so ein richtig schöner, alter Crackenmore. Vor allem dieser fruchtige Teil, der für Crackenmore auch eigentlich immer mitschwingt. Oh Gott, Alter. Und dann dieses ganz leichte. Was ist das für ein übelst fruchtige, übelst süß. Ja, übelst süß. Junge, da steigen die Mundwinkel aber bis zu den Ohren. Alter Schwede. Junge, was für eine Nase. Ist er jetzt schon eine 69 von also. 0. Also ich hab Gummibären mit so einem mega saftigen, geilen Apfel. Also richtig geiler Apfel. Aber saftiger, grüner Apfel. Genau, ich würde auch grün sagen. Also kein so ein roter Bratapfel, sondern so ein frischer, saftiger, grüner. Krass, so eine ganz gepflückt von Opasbaum, Alter, und dann weg mit Greeny, Alter. Also eine gewisse Säure bringt der Whisky schon auch ganz leicht mit. Ja, ich finde schon eine leichte Zitronensäure. Genau, und ich schieb's nicht auf die Zitronensäure, sondern für mich ist es dieser grüne, säuerliche Apfel. Aber jetzt, Zitrone finde ich nicht schlecht. Ja, denk mal an Zitronenkuchen, Alter. Nee, vor allem, woran ich denken muss bei der Note, und das zeigt mal wieder für die geile Qualität von diesem 10-jährigen Whisky, den ich da meine, Glencairn 10. Ja, also krass. Eins der besten Standardteile. Ja. Und der hat so eine krasse Zitronennase. Ja. Ach krass, so also zitronig finde ich ihn gar nicht. Also wo du Zitronenkuchen gesagt hast mit so Puderzucker oben drauf, da gehe ich, das ist genau das. Ja, bin ich auch. Aber auch, das haben wir noch, eine richtig schöne, leichte Eichennote, Holznote, ganz, ganz leicht. Und auch der Alkohol, wir haben 45%, also wir sind jetzt auch nicht, wir haben nicht so viel. Ja. Nee. Und ich finde, der bringt schon Volumen mit in der Nase. Ja. Du hast schon so eine leicht nasse Gerste. Ja, genau. Aber er brennt auch nicht. Also hier jetzt auch so hinten raus in der Nase, wenn du einen langen Zug nimmst und der ist ganz am Ende so leicht kräutrig. Ja, aber der bringt eine geile Frische einfach mit. Ja, genau. Dieser saftige grüne Apfel. Der wird so frisch einfach. Diese Fakten, Alter, bei Linderloch, die alten Crackenmores hatten. Alter, ich hab schon wieder. Es geht schon in die Richtung und das waren mit die besten Whiskys, die ich jemals getrunken habe. Aber wen wundert's, wir haben einen 26-jährigen aus dem Refill. Ja, also ja. Das muss grundsätzlich schon mal ganz gut sein. Absolut. Ja. Jetzt kommt immer mehr eine Eichennote dadurch. Ist auch der geilste Jahrgang, ganz einfach. Der kann nur gut sein. Jetzt gefällt er mir gerade nicht mehr so gut. Extreme Komplexität hat er jetzt nicht entwickelt. Nee, genau, finde ich nämlich auch. Ich gedacht, kommt mehr, aber ich beschwere mich nicht, weil die Noten, die ich habe, gefallen mir bislang. Ja, und er wird ein bisschen holziger so. Ja, genau, er wird holziger. Ja, das fand ich aber vorhin genau. Schon, Also der war, am Anfang war er frischer und fruchtiger und jetzt wird er so ein kleines bisschen holziger. Aber leider nicht. Leicht grasig. Leider so. Nicht dieses dunkle, dreckige Eichen, was du denkst, sondern eher ein bisschen fast schon frischere. Ja, genau. Ja. Das ist gerade echt wieder so ein Punkt, wo ich denke, der muss jetzt nett sein. Also diese Note müsste ich jetzt nicht haben. Alle anderen, bitte. Ich finde es schon geil eigentlich. Und ich finde halt diesen Zitronenkuchen, diesen Zitruscake. Ich bin so ready. Ich bin so ready. Ich ex den alles. Slotte! Oh Gott. Alter. Wo fängt man an? Alter. Ich weiß, wo ich anfange. Wann schluckt man ihn? Ja. Genau. Weil ich hatte sowas noch nie, Alter, bei einem Whisky. Das ist, Alter. Der hat sich gerade, umso länger ich ihn drin hatte, noch dreimal verändert. Ganz dicke Fakten, Alter. Und die größte Veränderung war in dem Moment, wo man geschluckt hat. Weil dann auf einmal. Ich würde jetzt nicht traurig sagen, aber krass. Ja, ganz, so, aber ganz krasse, noch gar nicht, Frischaroma oder so. Ja. Noch gar nicht, wo du geschluckt hast, sondern Alter, im Mund habe ich so nach 5 bis 10 Sekunden irgendwann gemerkt, jetzt kommt eine Welle Rauch auf einmal. Wo kommt Rauch her? Genau. Du wolltest ihn nicht schlucken. Ich habe eine Gänsehaut leicht. Littes Teil, Alter. Aber es geht ab, Mann. Ohne Scheiß. Alter, der ist auch unfassbar geil. So, der erste Mundkontakt fand ich, war der Nase ziemlich ähnlich. Brutal. Also so eine frische Fruchtigkeit. Und ich habe auch jetzt
habe mich ein bisschen dran gewöhnt. Ich habe auch die Zitronigkeit. Ja. Ich habe diesen Zitronenkuchen ganz leicht. Und dann kommt auf einmal der Espresso dazu, weil du die Röstaromen hast. Ja, übel geil. Diese Pfirsich-Gummibären gerade. Mhm. Ja, Fruchtigkeit allgemein. Das ist brutal. Ich muss jetzt nur mal einen kleinen Zip nehmen, weil ich konnte es nicht verarbeiten. Gummibären. Extreme Gummibären. Mit der Apfel kommt mit. Vanille. Aber Zitronenkuchen, dann kommt rauchnasse Gerste wieder voll, angekugelte Gerste, Alter. Du schluckst runter und denkst, du leckst gerade ein verf***tes Farmhaus ab, Alter. Aber hast du jemals im Abgang so eine Rauch- oder solche Röstrauchigkeit verbunden mit einer, nicht mal Bitterkeit, sondern das war so eine frische, einfach eine frische Rauchigkeit im Abgang. Ganz leichte Bitterkeit und im Abgang. Genau, und irgendwann kommt die Schale von dem grünen Apfel. Ja, jetzt stell dir mal vor, du hast den Aal blind im Glas und hast die ganze Zeit diese fruchtigen Sachen, du sippst ihn und schluckst ihn runter und auf einmal kommt so ein kleiner Flammenwerfer oder so. Stell dir mal vor, ich schenke mir den in der Game Show ein, ich hab den blind. Ja, ich schwöre, ich steig aus, ich mach mit dem in irgendeiner Ecke rum, Alter. Also, da kommst du niemals drauf, was das ist, blind. Ja. Gut, man kann ja mal noch kurz erwähnen, wir liegen preislich hier bei noch knapp unter 300 Euro. Mhm. Was ich würde sie immer ausgeben. Fanken. Ohne Witz. Was ich echt fair finde für das Teil. Ja, schon. Ja. Also grundsätzlich, genau. Leichte Seifigkeit im Mund. Oh aber hast recht. So wachsig nennen muss. Ich bin sprachlos. Mhm. Ja, also, boah, die Komplexität, die mir in der Nase noch ein bisschen gefehlt hat, hat er auch verzehnfacht im Mund. Ja, absolut. Boah, also, absolut krass. Ich würde sogar behaupten, beste sage ich nicht, aber das ist mit Abstand der spannendste Whisky, den wir hier an diesem Tisch getrunken haben. Also wir feiern den Aal übelst. Merkt man, glaub. Und wer jetzt das Pech hatte und kein Sample gekauft hat, so wie ich zum Beispiel, checkt einfach mal unsere Gruppe ab in der Beschreibung unten, tretet bei. Beim nächsten Mal habt ihr vielleicht Glück. Wenn wir so einen Teil haben, den teile ich nie wieder, Alter. Ja. Den sippe ich alleine. Ja, wir haben gerade auch sagen, du füllst das Teil nicht ab, weil ich denke, das für mich allein, ist mir egal. Lösch das Video sofort, Alter, ich meine. Also, haut mal in die Kommentare, also die ihn jetzt tatsächlich zu Hause haben, ob es euch so geht wie uns und der euch einfach weggehauen hat. Alter, diese Eichennote. Es gibt ja, ein paar, die haben ihn daheim. Mich würde es interessieren, ob der für euch genauso spannend war wie für uns. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.